Heute mit Karin Frey. Schönen guten Abend im Club. Es ist ein finsteres Kapitel in der Schweizer Sozialgeschichte. Bis Ende 70er Jahre hatten die Heimkinder in diesem Land nicht gut. Ein Buch, das zeigt, ist das hier. Es heisst «Kreuzteufels Luder» und kommt die nächsten Tage raus. Es ist ein Buch, das die Geschichte erzählt von einem Heimkind, von einer Jugend, von einer Kindheit im Heim, und zwar das von der Evelina Kottmann. Sie ist heute bei uns im Club und erzählt zum ersten Mal öffentlich von ihrem Schicksal. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Evelina Kottmann. Sie ist Mitte 60er Jahre in ein christlich geführtes Kinderheim gekommen und hat alles erlebt, von sexuellen Übergriffen bis hin zu Exorzismen mit Peitschenhieb und heissen Nadeln. Dabei ist Loretta Selias. Sie ist Historikerin. In ihrer Arbeit hat sie sich speziell mit fremdplatzierten Kindern befasst. Auch ihr Buch zum Thema kommt schon bald raus. Mit dabei ist Guido Fluri, Unternehmer, Vater der sogenannten Wiedergutmachungsinitiative. Eine Initiative, die will, dass Menschen wie Evelina Kottmann entschädigt werden. Er war selber Heimkind und kennt viele Schicksale von Heim und Verdingkind. Dann begrüße ich den Bischof von Basel, Felix Gmür. In der Schweizerischen Bischofskonferenz engagiert er sich speziell in der Kommission, die sich mit sexuellen Übergriffen im kirchlichen Umfeld befasst. Und ganz herzlich willkommen auch der Kinder- und Jugendpsychiater Klaus Schmeck. Er hat in einer Studie gezeigt, was Heimkinder für psychische Probleme davontragen können. Ja, man hat in den letzten Jahren viel gehört von Verdingkindern, von Opfern, von Behörden und Institutionen. Und es sind aber nicht nur die Verdingkinder, die es hart hatten, also die, die wir zu den Bauern geschickt haben, als billige Arbeitskräfte, schwierig, haben es auch die Heimkinder gehabt, die fremd platziert waren. Aufgeschafft ist die Heimgeschichte noch lange nicht. Das ist ein dunkles Kapitel, wo man nicht gerne hineinschaut. Wir probieren das heute zu oben im Club. Unter anderem dank dem Buch von Ihnen, Evelina Kottmann. In diesem Buch beschreiben Sie detailliert schon von ganz klein an, Alter 4, was Ihnen alles passiert ist. Sexuelle Übergriffe von Seiten der Mutter. Später im Heim Qualen, die Sie haben müssen durchleben mussten. Ganz viele Leute, die so Sachen erleben, die machen irgendwann den Laden ab und sagen, und ich will nichts mehr von dem wissen. Sie haben den Finger noch einmal in die Wunde. Warum? Also, es hat ja 10 Jahre dauert, bis jetzt das Buch rauskommt. Und 10 Jahre ist daran geschaffen worden. Und mir ist es Anliegen, dass alle Opfer von Anno dazumals wissen, dass man auch das allen sagen kann. Und dass man das auch darf sagen. Und es ist dass man wahnsinnig viel Scham verbunden. Ja. Was ist das, wo man sich schämt dafür? Man ist ja ein Opfer. Also, das Schlimme für mich war es immer und es ist immer noch, aber man lernt damit auch umzugehen. Ich hatte als Kind das Gefühl, ich darf nicht leben. Und mich will man eigentlich umbringen. Und das war das Schlimmste. Aber das war auch ein Motörchen, ich will. Aber ich hätte nicht dürfen. Also, das war das Gefühl, das Sie hatten, man will mir das Leben. Bis 16, ja. Guido Fluri, Sie machen ja in dem Sinn etwas Ähnliches, als dass Sie auch eine Heimkindheit hinter sich haben, eine schwierige Kindheit hinter sich haben und jetzt noch einmal in die Geschichten eintauchen, für oder mit vielen anderen Opfern zusammen. Warum haben Sie den Daumen noch mal drauf? Gut, also ich bin ja selber nicht ein klassisches Heimkind. Ich war nur eine kurze Zeit im Heim. Aber ich fühle mich, ich habe jetzt den Rang geschafft. Ich sage es immer wieder, auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen, auch etwas können zu bewegen in diesem Zusammenhang. Ich fühle mich auch verantwortlich, weil die Menschen noch spüren. Oder? Ich weiß, was sie erlebt haben durch ihre Traumatisierung, teilweise jahrzehntelang das Trauma mit sich trägt, bis ins höhere Alter. Und heute sind sie vereinsamt, eigentlich, so ein bisschen in sich hineingeschlossen. Und da spüre ich die Menschen an der Basis sehr stark. Und das ist so eine exemplarische Geschichte, die natürlich sehr tiefgründig ist. Das ist natürlich, man spürt, man setzt sich mit diesem Thema auseinander. Aber das ist wichtig für uns als Gesellschaft auch. Evelina Kottmann, die Geschichte. Reden wir davon, wie das war in diesem Heim, in diesem Heim. Sie alle kennen verschiedene Geschichten. Wenn man jetzt zuerst zu ihrer Geschichte kommt, Sie sind von der eigenen Mutter missbraucht worden. Ihre Mutter war in der Prostitution und hat sie dann zusammen mit ihren Freier missbraucht. Ja. Man hat dann
sie und ihre drei Geschwister der Mutter weggenommen. Der Vater hat geheißen, der trinkt. Das ist eine Familie, die können Kinder nicht bleiben. Das hätte ja eigentlich im ersten Moment eine Erleichterung sein müssen, wegzukommen von daheim. Also, nein, es war nicht, weil wir ja eigentlich im Mikrokosmos mit der Mutter gelebt haben. Also, die hat auch immer so gelebt, dass wir keinen Kontakt hatten. Also, es hat einfach sie und ihre Männer gegeben. Und sonst hat es nichts rundherum. Und wir sind einfach gestellt, weil wir Hunger hatten. Aber wir hatten nicht in dem Sinne Kontakt. Kontakt mit anderen Leuten? Ja, mit der Bevölkerung. Weil sie sie ja auch verhindert hat. Weil sie ja schon gewusst hat, wir würden ihr weggenommen. Und sie hat es geschmeckt und ist halt auch immer ein bisschen davon. Also eigentlich so schlimm, dass das zu Hause war. Es war gewohnt und man hätte nicht anders gekonnt. Und die Geschwister die sind in dem Moment wichtig. Was haben deine Geschwister gegeben, dort mal? Ein Geborgenheitsgefühl. Weil wir haben auf uns geschaut. Wir waren uns überlassen. Wir haben eigentlich den Alltag oder die Nacht geregelt. Also wir waren auch ein Stück weit total frei. Weil wir durften machen, was wir wollen. Und wir haben natürlich weder gut noch schlecht. Also, das ist ja auch das Gute an dieser Geschichte. Also, in dem Moment hat es ja für uns wie nichts Schlechtes gegeben. Aber auch das Gute nicht. Wir waren einfach und haben uns gestützt. Und dann kam der Moment, gekommen, wo die Behörden gekommen sind und gesagt haben, das geht nicht mehr. Und das ist richtig auch. Das wäre richtig. In so einem Moment? Ja, das ist ein richtiger Entscheid. Aber das, was dann passiert ist, das ist ja dann falsch. Eigentlich vom Regen in die Traufe. Ja. Haben Sie Erinnerungen daran, wie das war, von daheim weg in das Heim kommen? Das Schlimme war, dass wir auseinandergerissen, also Geschwister, die auseinandergerissen worden sind, dass wir keinen Kontakt mehr miteinander hatten. Dass wir, also wir haben daheim ja auch anders geredet. Dass wir auch die Leute nicht verstanden haben. Also wie anders? Eine andere Sprache? Wir haben Jenisch, Jiddisch und Hebräisch geredet. Und wir haben nichts verstanden. Ich habe nichts verstanden. Auch meine Geschwister die haben es nicht verstanden. Die zwei Kleineren haben zwar noch nicht geredet, aber die sind weggekommen. Von denen habe ich gerade von Anfang an nichts mehr gewusst. Und das ist ein riesiger Schmerz. Und dann muss man in so eine. Also ist es ja ein riesiges Haus, erstens einmal. Die Schwestern, die auch noch damals noch keine Ohren hatten, also so habe ich es als Kind empfunden, die einfach den Kranz hatten. Wir haben die nicht gekannt. Also sie waren so eingepackt? Ja, das. Nur das Gesicht, also die Augen, das und das Maul. Und das Riesenhaus, es ist, also ich kann nicht sagen, es war Nacht, es war einfach dunkel, das kann ich sagen. Aber es gibt ja so Sachen, wo man dann nicht sagen kann, es war Nacht, weil man Kind war. Es war dunkel und die anderen Kinder waren eben schon im Schlafsaal. Wir waren eigentlich allein und jedes von uns ist dann getrennt worden. Und das schreiben Sie im Buch, und das ist eine verrückte Stelle, man hat Ihnen Ihren Namen weggenommen. Das ist später gekommen. Wie ist das gegangen? Das ist, das Heim ist dann zugegangen, also und dort bin ich relativ eigentlich gern gewesen, habe ich auch schöne Erinnerungen und das steht auch im Buch. Also es gibt wenig, aber sie sind sehr schön und hat mich ist auch für mich ein Glück, das muss man sagen. Beim anderen, der Anfang. Ja, beim anderen hat man dann gesagt, ja, man muss herausfinden, kennen sich die Geschwister noch und so. Und so hat man unter anderem dann auch die Namen gewechselt und gesagt, nein, der ist nicht mehr der, sondern ist der. Ich will jetzt Namen hier nicht öffentlich sagen. Also man hat ihnen eigentlich ihre Identität genommen. Sie sind jetzt nicht mehr Evelina. Ist das üblich, nein, dass man so Sachen gemacht hat? Das ist nicht üblich. Das hat man bei uns gemacht. Weil wir ja je schon total, also das weiss ich von Anfang an, wir sind im Teufel ab dem Karren gefallen. Von ganzen Kindern? Ja. Wir waren ein Gemisch. Wir sind aus jeder Norm gefallen. Also von der politischen Ebene oder der Gesellschaftsebene. Also das, darum ist mir auch so wichtig, man muss das ganze systemisch anschauen. Da gibt es nicht nur jemanden oder einen, sondern das ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Sachen.
wo man nicht angegangen hat, wo man verschlampt hat, wo man einfach weggeschaut hat. Weil, darum sage ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe gar nicht dürfen leben. Können Sie das an irgendeinem Beispiel noch ein bisschen konkreter machen? Was waren so Momente, wo Sie das Gefühl bekommen haben? Gibt es irgendeine Geschichte, die Sie erlebt haben? Also das erste ist dort beim ersten Heim, wo die Geschwister weggekommen sind. Das war für mich der Tod. Also dort habe ich den Tod also gelebt. Isolation? Ja. Also, ja. Für mich ist das wie Tod. Auch. Also, aber es ist eine Isolation. Und dann habe ich ja die Sprache vorbei. Also ich habe lange nicht geredet. Ich wollte einfach mit niemandem Kontakt haben. Und beim zweiten war es der Schock, wir sind alle wieder zusammen, aber wir dürfen eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und wir sind ja uns auch fremd. Also die kleineren zwei haben mich nicht mehr erkannt und auch den Elternbruder nicht mehr erkannt. Und ich habe noch meinen Bruder erkannt. Und dann ist gerade losgegangen, ihr habt andere Namen, ihr heisst anders. Und dann ist so etwas, ein Schock einfach passiert, wo mich, ich denke, dort hatte ich das erste Mal die tiefste Depression gehabt. Obwohl ich das als Kind nicht gewusst habe, was das ist. Und das ist, dass man innen ganz leer ist, dass es ganz dunkel wird. Ich hatte ja auch immer Farben gehabt. Und die hat mich am Leben erhalten, die Aussenfarben. Und eine unheimliche Trauer, ein Unverständnis das und eine totale Überforderung einfach. Das sind ja alles Sachen, die wahrscheinlich heute anders wären. Man würde die Kinder nicht mehr einfach auseinanderreissen. Man war Sache. Wenn man sich überlegt, wie macht man es falsch, dann müsste man es genauso machen, wie das bei Ihnen gelaufen ist. Das ist eine Ansammlung von falschen Entscheidungen. Als Sie gesagt haben vorhin, dass das schon richtig war, dass Sie aus dieser Situation herausgekommen sind, wo Ihre Mutter nicht für Sie gesorgt hat, sondern Sie auch aktiv geschädigt hat, da konnte man merken, das stimmt, eine gute Heimunterbringung kann dann ein Schutzfaktor sein. Wenn das gut läuft, kann das ein Schutz sein, dass man aus einer schwierigen Situation rauskommt und dann wird es besser. Mhm. Wenn man das so macht, wie Sie das erlebt haben, Sie haben gesagt, es wäre wie gestorben, das war wie ein sozialer Tod, weil das Ganze, Ihr ganzes Umfeld, Ihr soziales Umfeld war plötzlich weg. Und dann, Sie haben das ja eben schon gesagt, jemandem den Namen wegzunehmen, bedeutet wirklich, ihm seine Identität zu rauben. Weil es ist eine Ansammlung von Vorgehensweisen, wo man sagen muss, vielleicht war es gut gemeint, aber sicher sehr, sehr, sehr schlecht gemacht. Also es ist systematisch gemacht worden. Und zwar einerseits mit der Überlegung, wenn man aus vormundschaftlichen Gründen, und das ist in Ihrem Fall so, also wenn man zum Beispiel die Zuschreibung von der Liederlichkeit oder von der Arbeit schon in den Eltern gemacht hat und gesagt, man nehme darum Kind aufgrund von einer Kindwohlgefährdung raus, dann hat man auch gesagt, die sind Milieu geschädigt. Mhm. Also nehmen wir sie wirklich ganz aus dem System und trennen Kind beziehungsweise die Geschwister trennen. Und im Fall der Projumentuten, das ist im Zusammenhang mit den Jenischen auch noch ein Thema, dort hat man, weiss man heute, dass viele Eltern ihre Kinder gesucht haben. Und dass man dann systematisch Kind von einem Heim zum anderen tun hat. Und die Namensänderung, ich weiss es nicht, wie es in Ihrem Fall war, aber es war unter anderem eine Möglichkeit gewesen, um wie die Nachverfolgbarkeit durch die Eltern auch zu unterbrechen. Also man hat sie versucht, zu verstecken, genau, von den Eltern. Ja. Ich habe vorher gesagt, die Heimkinder hatten es auch hart. Das eine ist die Isolation, die Trennung, die Geschwister nicht mehr haben, aber das andere ist das Leben im Heim. Sie haben ganz viele Geschichten gehört, Guido Flori, von Heimkind. Was war das, was hart war im Heim? Gerade was immer sehr prägend war, vielfach ist auch eine gewisse Lieblosigkeit, die vorhanden war. Das hat man immer wieder gespürt. Also, wenn man natürlich Menschen, auch die menschliche Nähe nicht positiv erlebt, oder, dann hat man auch nachher ins Leben raus auch Probleme, Nähe können zuzulassen. Das war immer so exemplarisch. Und viele von diesen Heimkindern waren auch unehrliche Kinder. Die waren auch aus der Sicht der Kirche raus eigentlich versündigt. Das muss man sagen. Die waren nichts wert, rechtlose Menschen. Das hat man ihnen auch zu verstehen gegeben.
Und wir haben also, ja mehr. Bist nicht, kannst nicht die Bücher brechen. Also, oder du bist noch zu faul, um das Füdli zu putzen. Oder? Also, es ist wirklich dann, man muss sehen, sie wirklich in den Geschichten, die ich immer erlebe, und es hat nie Grenzen, es geht immer weiter rauf. Oder? Ich habe immer wieder das Gefühl, manchmal, wenn hört es dann auf, oder? An Dramatik. Das ist das eine, was ich auch spüre, dass immer Killen irgendwo noch immer, ich sage nochmal immer, Killen ist eigentlich, wenn ich den Wanderprediger von 2000 Jahren anschaue, der eigentlich schutzlos eine Bergpredigt gehalten hat, und dann sehe ich die Bistümer mit ihren Mauern, mit ihren Grossen durch die Schweiz hin. Da frage ich mich auch, wird Jesus noch in die Killen hineinpassen, in die heutige Zeit hinein? Ich glaube, man kann auch nicht das Thema Vergangenheit anschauen, weil wenn ich die unbarmherzigen Schwestern anschaue, als Beispiel, die unbarmherzigen Schwestern Ingebold, wie sie ja immer geheissen hat, dort war sehr viel Lieblosigkeit da gewesen, harte Züchtigung, und viele von diesen Kindern haben das Leben lang darunter gelitten. Oder? Die haben keinen Zugang mehr zum lieben Gott, weil sie unter dem Dach vom lieben Gott eben grosses Missbrauch erlebt haben. Und ich sehe einfach immer wieder die Dramatik, die Vereinsamung, die Menschen haben. Das ist eigentlich für mich das Schlimmste. Sie können nicht reden darüber. Sie sind vereinsamt, heute im höheren Alter, jahrzehntelang unter diesem Missbrauch gelebt. Oder? Und da kann ich nur immer wieder auch appellieren an die Kirche, dass sie auch mittels Kirchengemeinden stärker in Dialog treten mit diesen Opfern. Da, weil ich habe manchmal das Gefühl, sie sind eigentlich so, sie sind nach wie vor, werden sie nicht abgeholt, so spüre ich das. Aber vielleicht wollen das die Opfer auch gar nicht von den Kirchen abgeholt werden. Ja, das ist so. Da gibt es natürlich viele, die gar nicht Kraft und den Mut haben, auch aus diesen Schützengräben rauszukommen. Und doch muss man schauen, dass man ihnen ein Signal gibt. Dass also, sie sich du hast so gesagt, Bischof Felix Gmür, Kirche macht zu wenig. Es ist jetzt so oft gesagt worden, und auch auf verschiedener Ebene. Das eine ist, so Bücher, wie Sie jetzt geschrieben haben, Frau Koppmann, die sind wichtig und nötig. Und ich finde, Sie haben das Buch auch gut geschrieben. Sie schreiben nämlich nicht nur, was alles schlecht war, sondern es gibt ja auch gewisse Sachen, wo Sie auch positiv darstellen. Und das, was wirklich nicht gut ist, wo auch Schweinereien passiert sind, das benennen Sie, das finde ich super. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Darum ist es gut, wenn wir die Bücher haben und wenn wir die lesen und wenn wir so Erzählungen hören, wie sie es, Herr Fluri, zum Beispiel uns schildert, was alles passiert. Und es gibt ja noch andere Bücher, nicht nur das von Ihnen. Das finde ich sehr gut. Etwas anderes ist, Schuldige zu identifizieren. Und natürlich gibt es Schuld vom System, und das ist wirklich schlimm, und einzelne Leute, auch von der Kirche, Priester und Schwestern und andere Vertreter und Vertreterinnen, haben wirklich grosse Fehler gemacht. Gesündigt, würde man sagen, in der Kirchensprache. Und das ist schlimm, und darum tut die Kirche immer wieder um Entschuldigung bitten. Aber ob das Opfer mit einem Vertreter oder Vertreterin von der Kirche möchte in Kontakt treten, ist allein und nur allein der Entscheid vom Opfer. Ja. Ich muss die Kirche nicht machen, aber ich kann nicht so Opfer sagen. Warum machen Sie denn das vom Opfer? Warum machen Sie denn das vom Opfer abhängig? Weil das Opfer da muss selbstbestimmt dürfen handeln. Also ich muss wenn das Opfer kommt zu mir, ja, dann kann jedes Opfer kommen. Jeder und jede darf kommen. Aber und ich kann nicht jemandem sagen, wenn jemand nicht möchte, kann ich nicht sagen, sie müssen jetzt kommen. Okay. Das Opfer muss doch frei sein, sonst wird es gerade nochmal einmal gezwungen. Nochmal aber ein Opfer geht nie zum Täter. Das ist ja mal ganz logisch. Aber es gibt auch Opfer, die mit dem Täter konfrontiert sind. Ja. Es gibt alles. Aber der Entscheid liegt beim Opfer und nicht bei der Institution. Weil unter den Institutionen haben die Opfer gerade gelitten. Das tun uns alle Leute, die da rauskommen, wie Psychologinnen, Psychiaterinnen, Historiker, Opferberater, auch Täterberater. Alle sagen, das Opfer muss frei bleiben. Ja, gerade jetzt erst recht. Da gebe ich darum tun wir Türen auf. Wir tun Türen auf für die wollen, und für die, die nicht wollen, die wollen nicht. Das also, ist denen ihren Entscheid. Wenn Sie mir sagen, Sie tun Türen auf, ich möchte ja eigentlich, ich habe das Buch geschrieben, das ist Vergangenheit, das kann man nicht wieder gut machen. Da gibt es gar nichts. Also, das ist,
Das sind auch kriminelle Handlungen. Heute würde man es kriminell nennen. Ja. Was passiert ist. Es ist ja auch kriminell. Und für mich jetzt wäre es viel wichtiger, also ich bin nicht mit der Kirche, ich werde mit der Kirche nie versöhnt werden, sie werde ich und werde ich auch nicht. Aber was es wird geben, ist, dass die Kirche heute nicht mehr ausschließt. Weil die Kirche macht ja genau gleich weiter. Sie schließt aus. Das ist jedes Mal ein Schmerz, wenn es so Geschichten vom Jetzigen, vom Heutigen kommen. Dann fühle ich mich gerade wieder zurückversetzt. Es schmerzt mich, weil ich habe das auch erlebt. Ausschliessen, meine ich. Ich würde gerne die Diskussion, was die Kirche heute macht und vielleicht noch sollte machen, ich würde das gerne noch ein bisschen hinterher verschieben. Ich würde gerne noch einmal zurück zu dem, was Sie erlebt haben im Heim. Ich weiss, es ist vielleicht schwierig, jetzt ganz konkret zu werden, aber ich würde gerne ein paar Sachen hören, die in diesem Buch stehen. Etwas, was Sie ja erlebt haben, sind Exorzismen. Also das heisst, man hat ihnen probiert, den Teufel auszutreiben. Können Sie uns erzählen, wie das gegangen ist? Ich rede eigentlich nicht sehr gerne darüber, weil es sehr schmerzhaft ist. Das eine ist, dass man mir schon immer gesagt hat, obwohl ich es ja noch nicht verstanden habe, ich bin von Dämonen geplagt. Ich habe ja das nicht verstanden, was das ist. Ich habe das auch nicht gewusst, was eigentlich eine Teufelsaustreibung wäre. Und weil die Schwestern so überfordert waren, weil ich eben mich gewehrt habe, hat man das gemacht. Und das hat man mit mir gemacht, bis ich bewusstlos war. Was hat man denn genau gemacht? Nicht mehr gewusst. Können Sie es erzählen? Also es gibt eine Szene, dass man mich auspeitscht hat und in den Keller runtergetan hat. Und dann hat man Salz drüber geleert, also auf die Wunde. Mich mit Nadeln gestochen. Also alles eigentlich so Ritual, wo ich gar nicht rauskomme. Ich komme auch heute nicht raus, abgesehen davon. Es ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Wie kann man Menschen quälen und über einen Menschen bestimmen, was er hat oder was er nicht hat? Also Teufelsaustreibungen, ist das irgendwie ein Einzelfall, der so einem Heim passieren konnte? Oder hat man das totes Mal gemacht, mit den 60er Jahren? Teufelsaustreibungen, ist das normal gewesen? Nein. Also normal war es sicher nicht. Und in dieser Form war es auch nicht normal gewesen. Normalerweise hat man das gemacht, wenn man es überhaupt gemacht hat, mit Betten gemacht. Ja, das ist gewesen. Und das ist, nicht, das hat eigentlich, das ist nur das Vehikel gewesen, dass man einen Weg hatte, sie zu plagen. So ist mir das vorgekommen, als ich das gelesen habe. Ja. Er hat etwas gesucht, wie kann man sie plagen. Und dann hat man einen Grund gesucht und hat gesagt, also die ist vom Teufel besessen. Mhm. Jetzt müssen wir etwas machen. Aber es ist ja schon auch ein Krankheitskonzept, was dahinter steht. Ja. Also die Vorstellung, warum sind sie so geworden, wie sie sind, sagt man, das liegt daran, dass sie von Dämonen besessen sind. Das ist eine Art von Krankheitskonzept, wie man das heute in nicht-westlichen Kulturen ja immer noch findet. Mhm. Und von daher glaube ich schon, dass der Gedanke war, dass man diese Krankheit heilen wollte auf die Art und Weise. Dass das natürlich eine entsetzliche Folter war, die da passiert ist. Genau. Das ist dann die andere Ebene. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da Menschen gedacht haben, dass sie das Richtige tun. Es geht ja. Und auch das sieht man in diesem Buch. Es gibt Notizen von dieser Nonne, die ihre Bezugsperson war, die sie gequält hat. Die Notizen, die gibt es. Sie hat Tagebuch geschrieben. Das hat sie mit ihren Akten hinterlegt. Darum sind sie überhaupt zu diesen Notizen gekommen. Und die stehen eins zu eins in diesem Buch drin. Und wenn man das liest, hat man irgendwo immer das Gefühl, die Nonne schreibt zwar, ich musste sie züchtigen. Und man hat aber das Gefühl, sie meint, sie mich eigentlich etwas Gutes. Also wir haben natürlich lange ein anderes Erziehungskonzept gehabt, beziehungsweise es hat mehrere Erziehungskonzepte nebeneinander gegeben, aber das, was sich lange durchgesetzt hat, hat auch viel mit Autoritätsglauben zu tun gehabt, mit der Möglichkeit zur körperlichen Züchtigung und mit der Möglichkeit in so geschlossenen, zum Beispiel in einer geschlossenen Institution oder in so einem Kosmos, der abgeschlossen ist, der auch Kontrolle versagt hat, das wirklich dann überbordet zu lassen, sage ich jetzt mal, dass es in so
Mechanismen ausarten, dass es in Züchtigungen und in Bestrafungen ausgeartet hat, wo man heute eigentlich aus Folter nennen muss. Und in kirchlichen Institutionen begegnet mir immer wieder, und nicht nur in katholischen, wir sind einfach bei der Aufarbeitung der reformierten Heime noch nicht so weit und es hat noch nicht so viel gegeben. Aber auch dort gibt es Indizien dafür, dass in diesen geschlossenen Institutionen wirklich mit dem moralischen Anspruch, aber auch mit einer gewissen Überforderung manchmal auch, ganz besonders krasse Fälle dann auch möglich gewesen sind. Das sagen ja all die versuchen, das Ganze ein bisschen abzukochen, sagen ja, es waren andere Erziehungsmethoden gewesen, die anderen haben es auch schwierig gehabt. Da stellt sich Ihnen die Nacken vor, oder? Ja, vor allem, wenn ich noch höre, oder höre das immer wieder aus kirchlichen Einrichtungen heraus. Als Beispiel die Ingeborger Schwestern waren jetzt einfach überfordert mit der Situation. Wenn das schlussendlich das Argument ist, dass man Kinder missbraucht, das kann es ja dann auch nicht sein. Nein, es ist für mich vor allem wichtig, noch mal darauf zurückzukommen. Die Kirche muss natürlich auch mit ihrer moralischen Verantwortung, die sie hat, eine aktivere Rolle übernehmen. Gut, oder wir sind wieder bei der Kirche, was sie jetzt bleiben, noch ein bisschen bei dem, was gesehen ist. Die Rolle von dieser Kirche, die Erziehungsmethode. Also ich meine, kann man dann wirklich einfach sagen, ja, das war halt eine andere Zeit gewesen? Ja, ich denke, ein Teil sicher, weil das hat ja auch so Auszüge in diesem Buch von Gemeinden und Städten, wo darüber verhandelt, wer zahlt wem was und wie viel und so. Und sie haben gewusst, dass ich und meine Geschwister daheim nicht gut haben. Und sie haben hin und her und gewährleistet, weil da ist nicht ums Menschliche gegangen. Da ist es darum gegangen, irgendetwas zu machen, weil man es muss machen. Aber eigentlich hat man gar kein Interesse daran. Aber Regeln hat es doch gegeben, wie man mit Kindern umgehen soll. Ja, und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Argumente, wenn man aus heutiger Sicht sagt, wir schauen mit dem Brennglas von heute und heute schauen wir mit anderen Vorstellungen, dann muss ich immer ganz gross aber sagen. Und zwar, weil es hat Kritiker gegeben, es hat bereits Jeremias Gotthelf im 19. Jahrhundert gewisse Sachen kritisiert, hat Karl Albert Losli, es hat Skandal gegeben in der Presse, wo man das wirklich einzelne Fälle auch angeschaut hat. Auch wenn wir noch mal bei den kirchlichen Institutionen sind, es hat auch dort eine Diskussion gegeben, wie viel körperliche Gewalt ist erlebt und wie viel nicht. Und zwar nicht erst Mitte 20. Jahrhundert, sondern früher. Also es hat durchaus Gegenkonzepte gegeben. Die Frage war dann immer, wie wir es auch umgesetzt haben. Also das heisst, wenn es eine so geschlossene Institution ist, dann schaukelt sich das je nachdem auch auf und man deckt sich gegenseitig. Das kann sein, dass in einem solchen System man sich gegenseitig darin bestärkt, dass das richtig ist. Und das Fatale ist dann, dass manche ja spüren, das ist nicht richtig. Wer ein bisschen Mitgefühl hat, wer Empathie hat und weiß, was das in dem Opfer auslöst, der kann da eigentlich nicht mitmachen. Und wenn dann so ein geschlossenes System da ist, wo man sich gegenseitig verstärkt und es heißt, aber es ist richtig, dass jemand dann über die letzten Hemmungen hinweggeht und es trotzdem tut. Und das sind natürlich dann Situationen, wie sie in einem totalitären System auftauchen, wo nicht die Würde des Einzelnen im Mittelpunkt steht, sondern die Frage, was ist ideologisch richtig? Und dann wird es immer sehr, sehr schwierig, weil wenn man eine Begründung dafür hat und sagt, aber es steht doch geschrieben, wer sein Kind liebt, der züchtigt es mit dem Stock, dann kann man damit so etwas rechtfertigen, auch wenn man selber spürt, das stimmt doch eigentlich nicht. Und dann kommt etwas ganz Fatales, dass auf einmal Liebe mit Schmerz verbunden wird. Und dann kann man sich auch noch... Also ich mache dir nur weh, weil ich es gut meine. Genau, weil ich dich eigentlich liebe. Ja? Und das ist dann was, wo man sich noch schwerer gegen wehren kann. Haben Sie so Sachen erlebt? Was? Ich mache das nur mit dir, weil ich will, dass du gut rauskommst. Also, ja. Also, ich habe mir so gut rausgekommen. Bin aber gut rausgekommen. Hm. Aber nicht wegen mir allein. Und es war schon so. Also, ich bin ja... In allem, und das war jetzt also eben bei dieser Nonne schlecht gewesen. Also ich habe ja die Buben verführt, also wenn ich mich auch gewehrt habe. Ich bin ein Kind von einer Hure, aus mir kann gar nichts werden. Darum muss man mich schlagen. Und nur, also Liebe kann man nicht sagen, wir haben nicht über Liebe geredet, über Züchtigung.
Da muss man vielleicht fragen, was Ziel war in der Gesellschaft. Was war das Ziel von Fremdplatzierung? Was war das Ziel von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen? Und dann muss man schon noch mal darauf zurückkommen, was haben wir dann eigentlich für gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen gehabt. Die waren tatsächlich viel enger gewesen. Also ein ehrliches und ein unehrlich geborenes Kind, um mit den altmodischen Begriffen zu reden, die sind erst in den 70er Jahren gleichgestellt worden. Es hat ein Konkubinatsverbot gegeben. Das heisst, nicht verheiratete Eltern gar nicht zusammen wohnen. Sie sind sofort Gefahr gelaufen, irgendwie, wenn sie, es betrifft vor allem einkommensschwache Personen in der Gesellschaft, wenn die in solchen Situationen waren, ist es schnell Gefahr gewesen, dass irgendwie die Behörde sich dort auch involviert hat. Mhm. Und trotzdem, ja, Entschuldigung. Das Interessante ist, man möchte ja verstehen, wie so etwas passieren konnte, was passiert ist. In vielen oder sehr vielen Fällen. Und dann können wir sagen, dass das ist dort teilweise so war und sie haben es gut gemeint, wie sie sagen. Was für mich das Problem ist, die haben auch die Regeln von damals teilweise gebrochen. Mhm. Das heisst, ein sexueller Übergriff war noch nie Norm gewesen, und das war noch nie gut gewesen. Und dann hat jeder und jede müssen wissen, dass das nicht geht. Und dann hat man vielleicht dann, sie für sich selber, um sich das schlechte Gewissen zu nehmen, eine systemische Erklärung gesucht. Und trotzdem, eben, Sie sagen, es hat stattgefunden, es hat eine Studie gegeben vom Psychologischen Institut von der Uni Zürich. Die ist aktuell, die Studie. 141 Leute hat man angeschaut. Die waren dort mal etwa 77 gewesen, Heimkind, Verdingkind, und hat geschaut, wie sie traktiert worden sind. Über 70% haben Gewalt erlebt und über 50% sind in diesen Institutionen sexuell missbraucht worden. Also etwas, was Sie auch sagen, das hätte man schon damals mal nicht dürfen und gleich ist es passiert. Und Sie haben ja das in einer Form auch mit dieser Nonnen erlebt. Ja. Was hat sie gemacht? Also sie hat mir zum Beispiel die Brust immer, also auch in der Pubertät, eingerieben. Sie also, schreiten dann auch, oder? Sie haben den Husten. Genau. Haben Sie den auch nicht gehabt? Nein. Also manchmal schon, manchmal auch nicht. Aber das war ihre Form, um nüch zu sein. Also das genügt, weil das ist schon ein Übergriff. Wenn das mir ständig an der Brust rumreibt. Und, aber das Schlimme ist ja in diesen Momenten auch, man kommt ja mit über, man ist schlecht, man ist grusig und. Selber sie macht es selber geschuld. Sie macht es, Buben dürfen es machen, also die älteren Buben. Also sie sind auch von den älteren Buben dran gekommen? Ja. Und ich habe es gesagt. Und ich bin abgeschlagen worden, ich Keller getrieben worden, ich erzähle es auch, ich mache den Buben schlecht. Dabei habe ich ihn gereizt. Erstens mal ist es immer auch ein Stückchen weit, und das ist im Buch so, ich habe das nicht verstanden. Ich konnte das nicht nachvollziehen, was die mir eigentlich sagt. Also das Verdorbene hat... Ja, also ich bin schuld, wenn der andere mich anlenkt und weiss nicht was. Also das ist ein Ding darum, später dann schon mit dem Erwachsenenwerden, da konnte ich mich auch gut wehren, aber kleiner ja nicht. Und was ich immer auch noch den Stress hatte, ist dann, dass ich meine Schwester schützen wollte. Mhm. Also doppelter Stress. Ja. Und ich konnte es aber nicht können. Also die Schwester ist auch da. Also meine Schwester, mhm. Ja. Mhm. Nicht Nonne. Ja, ja. Aber Ihre Schwester ist auch dran gekommen. Und was haben Sie denn gemacht? Wie haben Sie sich geschützt? Ich habe es später erfahren. Oh. Okay. Sie hat dann später darüber geredet. Die Übergriff, das ist ja... Doch, eben, es war etwas systematisch, über 50%. Ich weiss von einer Geschichte von einer Frau, dort haben eigentlich die Nonnen letztlich den moralischen Überbau zu ihren eigenen Gunsten gedreht. Und zwar war die Geschichte dort, dass Nonnen in diesen pubertierenden Mädchen gesagt haben, sie dürfen sich nicht selber waschen, das sei unkeusch, du sollst nichts Unkeusches berühren. Und die Nonnen hätten alle ihre Geschlechtsteile gewaschen, bis 14 gsi sind. Und wo das aufgeflogen ist, hat man dann einfach die Nonne irgendwo hin in einem anderen Stuhl. Aber passiert mhm. ist letztlich nicht. Mhm. Was heisst passiert ist nicht? Also jetzt weiss ich nicht, was sie gefragt hat. Man hat sie versetzt, ja, wo es aufgeflogen ist. Mhm. Und das ist genau der grosse Fehler, wo gewisse Kircheninstitutionen, nicht alle,
gewissen gemacht hat. Und passiert das heute und nicht? Und das ist schlimm. Ja, nein, heute, wenn ich etwas weiss, dann kommen die sofort. Wohin? Zu mir. Oder je nachdem, wer das meldet und was passiert. Also es ist ein Offizialdelikt, dann wird es angezeigt, immer? Wenn es nicht verjährt ist. Kirchlich. Es ist eben so, staatlich ist es verjährt. Und da kann man nichts machen. Ich meine, der Staat kann ja nicht gegen seine eigenen Gesetze jemanden verurteilen. Gut, wenn es etwas ist, wo in der Vergangenheit liegt, ja. So weit. Wenn es in der Gegenwart ist, dann ist es am einfachsten, weil dann kommen die ganz normal vor Gericht. Wie jeder Verbrecher. Das Problem ist, wenn es in der Vergangenheit liegt und verjährt ist. Staatlich. Kirchlich kann man die Verjährung aufheben. Was heisst das denn? Dass auch ein Delikt, das vor 30 oder 40 Jahren passiert ist, ganz normal untersucht wird. Loretta Seljas, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben über die Lebenswelten der Leute. Sie haben einen Haufen Interviews gemacht. Wenn wir jetzt so zusammenfassen, wenn es um die Heimerlebnisse geht und das, was die Menschen erlebt haben, was würden Sie denn sagen? Was sind so die schlimmsten Sachen, die man erlebt hat? Also man redet viel von der körperlichen Gewalt, man redet viel von diesen Übergriffen. Ich glaube, man muss vielleicht noch ganz viel früher anfangen. Für ganz viele Kinder und Jugendliche ist der Moment, wo sie von daheim weggekommen sind, der schlimmste. Oftmals fehlt, weil die Informationen auch fehlen, oder? Und wir haben es auch bei Ihnen gehört. Die Situation war durchaus berechtigt, aber man ist dann rausgerissen worden, vielleicht eben fehlende Informationen, ist dann vielleicht auch an einen Ort gekommen, der genauso unpassend war. Und dann vielfach an einen Ort, ob das in ein Heim gekommen ist oder aber auch zu einer Pflegefamilie, erzählen viele von, dass sie nicht aufgenommen worden sind dort. Dass ihnen dort, auch dort die Familie abhanden gekommen ist, dass sie allein gewesen sind. Und viele kämpfen mit dem bis heute. Das ist so wie ein roter Faden. Dazu kommen dann, wenn es sexuelle Übergriffe gibt. Überhaupt kein Thema, das verfolgt die Leute bis heute. Oder Traumatisierungen, wenn man sagt, die Missbrüche auf einer körperlichen Ebene, die Züchtigung, die sind ja eben zum Teil bis zu Folter gegangen. So Sachen sind ganz, ganz prägend. Also Folter, zum Beispiel eine Art von Waterboarding, ja. Hat es gegeben. Also, das heisst, dass man wirklich Kopf voran in Kübel von Wasser reingedunkt worden ist und eine gewisse Zeit drin gelassen hat und dann wieder rausgenommen und das mehrfach wiederholt, zum Beispiel. Aber was gleichzeitig auch prägend ist, das finde ich schon wichtig, sind dann genau die Orte, wo es einem gut gegangen ist. Also ein Moment hat manchmal eben auch gelangt, um nachher als Erwachsene irgendwie mit dieser Situation umgehen zu können. Guido Fluri, Sie haben gesagt, Sie waren nicht so lange im Heim. Trotzdem, was sind für Sie die schlimmen Erlebnisse? Ich glaube, die frühkindliche Phase, meine Mutter war schon dann 17, als sie mich bekommen hat in dieser Zeit. Also ich war ein klassisches, uneheliches Kind. Oder? Sie ist dann kurz darauf ab, ist sie auch Schizophrenie erkrankt. Meinen Vater habe ich nie gekannt. Er war schon noch geheiratet, oder? Nebenan. Also eigentlich in so einem 1000-Seelen-Dorf war das natürlich skandalös. Das muss man sagen. Und ich glaube, das Schlimmste ist einfach so ein bisschen die Sonderstellung, dass man das Gefühl hat, ja, was ist denn das? Oder schwierige Verhältnisse entstanden, das gibt nie etwas aus dem. Das prägt eigentlich vor allem in dieser Zeit, in der man das Gefühl hat, ja, man fühlt sich nicht irgendwo eingebunden. Oder? Das ist eigentlich das, was am stärksten einem belastet. Und die zweite Phase nachher ist mir eigentlich recht gut gegangen, als ich dann bei den Grosseltern war. Dort war es eine gute Phase. Aber man spürt dann natürlich schon, dass die Identifikationsfigur auch fehlt. Oder? Darum, dass, wenn du in die Schule gehst, einschreiben gehst und dann kommst du einen roten Kopf über, wenn sie die fragen nach dem Namen des Vaters. Sehr prägend, oder, auf einem. Und das ist dann, glaube ich, jeder geht mit sich selber um. Jeder trägt ja seinen Rucksack auf eine Art. Aber das ist schon die Sonderlingsstellung in einem so einem 1000-Seelen-Dorf. Das hat mich am meisten belastet. Es ist schon spannend, dass Sie sagen, die Bezugsperson, die gefehlt hat, und zum Teil hat man sie ja dann extra von einem Heim ins andere geschoben, um die Spuren zu verwischen. Also doppelt katastrophal. Mhm. Ja. Das ist für die Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr problematisch. Also, die Persönlichkeitsentwicklung setzt stabile Beziehungen voraus, dass man Vertrauen lernt in andere Menschen. Von daher ist eine der Langzeitfolgen ja auch, dass
es schwierig ist, später vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, weil das immer in dieser wichtigen Zeit torpediert worden ist. Ja. Und das ist etwas, was man einfach dann mitträgt. Das ist dann, man muss gar nicht nur über psychische Störungen sprechen, sondern es ist auch etwas, was einen in seinem Lebensalltag dann betrifft. Und das ist etwas, wo, wenn das in dieser Phase kommt, wo man eigentlich so sein will wie alle anderen und dann so einen Sonderstatus hat. Kinder möchten so sein wie alle anderen, die möchten nicht Außenseiter sein. Und dann ist man in einer Situation, auf einmal ist man aus einem Grund, den man gar nicht selber zu verantworten hat, ein Außenseiter, und das prägt einen in der eigenen Wahrnehmung und das macht was mit dem Selbstwert. Und ich schon früher, das hat mir auch eine Frau erzählt, die im Kinderheim aufgewachsen ist, sie hat gesagt, das ist früher dann auch entsprechend noch gefördert worden, sie als Heimkind. Sie haben nicht spielen, sie haben nicht mit anderen Kindern vom Dorf zusammen sein, sie mussten untereinander bleiben, sie mussten heim von der Schule geschafft und krampfen. Geschafft. Das können sie. Ja. Und auch in den Ferien. Also, es hat keine Auszeit gegeben, also nie nicht. Also, weil wir mussten arbeiten, sie hat das auch immer wieder gesagt, dass wir rechte Menschen werden, wir müssen lernen zu arbeiten. Und wir haben also nicht praktisch wirklich Freizeit. Und arbeiten hat was geheissen? Also sie hat auch mal gesagt, genau das. Oder was haben sie was? Müssen? Was haben sie müssen? Bügeln, nehmen, also was alle Kinder auch zum Teil gemacht haben, aber ich habe immer mehr müssen machen. Weil sie im Teufel vom Karren gefallen sind. Ja, weil ich ein schwieriges Kind war. Da musste ich mehr müssen machen. Und mich hat mir eben nicht schauen. Also, ich habe einfach geschrien. Also, mein Mittel war, ich kann nur schreien. Und weil ich geschrien habe und nicht aufgehört habe, bin ich halt auch dran gekommen. Und alle anderen Kinder, also die auch noch dort waren, plus meine Geschwister, die sind immer stiller und stiller geworden. Und in unserer Gruppe war es so, dass ich die Einzige war, die einfach geschrien hat. Und die anderen hatten Angst. Also, bei uns hat das Klima geherrscht. Ich sage es, das ist einfach wie ein Diktator, der gemacht hat, so wie das heute die ganze Völker erleben, die es Diktatoren hat. Und ich habe mich einfach gewehrt. Und darum bin ich so dermassen dran gekommen. Sie hat es nicht vertraut. Und aber sie haben, also muss man sagen, sie hat es nicht vertraut, sie hat gemacht, was sie hat wollen. Aber sie ist ja auch nicht kontrolliert worden. Also es geht ja noch weiter. Sie konnte als die Schwester uns in den Ferien zu ihren Verwandten geben. Und dort musste man weiterarbeiten. Mhm. Und diese Verwandten haben uns auch missbraucht. Mhm. Auf alle Ebenen. Das geht wirklich, das gibt keine. Wir sind wirklich, wenn man von Schutz redet, also wir sind wirklich schutzlos gewesen. Mhm. Eben die Rechtlosigkeit, wenn ich das gesagt habe, durch den Sonderstatus, eben, du bist versündigt. Oder? Die Rechtlosigkeit hat man eben das Gefühl gehabt, wir können sich alles erlauben. Oder? Und mir hat gemerkt, vor allem in den früheren Zeiten, so nach dem Krieg, ist eine grosse Armut, die geherrscht hat. Und ich habe immer wieder gespürt, wenn ich geredet habe mit den Betroffenen, dass sie ein bisschen zu Fuss abstreifen waren. Oder? Durch die eigene Frustration, die man auch erlebt hat im Leben innen zu damaligen Zeit. Die Landwirtschaft hat billige Arbeitskräfte. Genau, oder? Und dann hat man auch denen das, an diesen Verdingkindern oder auch Heimkindern hat man das auch ausgelebt. Oder? Also, sie waren doppelt gestraft. Es gibt einen Spielfilm, der Verdingbub, der geht so ein bisschen, zeigt das auch nicht ganz schwarz-weiß, dass wirklich auch die Lebenserfahrungen, bis wir wirklich in die Wirtschafts-, in den Aufschwung gekommen sind in den 50er Jahren in der Schweiz, schon ein anderer Geist war. Mhm. Vielleicht noch etwas zu dieser Isolation in den Institutionen. Also man hat, je nachdem, was für ein Zielpublikum, sag ich jetzt mal, man hat von einer Institution, hat man die auch ganz bewusst isoliert. Oder? Also man hat die wirklich auch so gebaut, die sind geografisch zum Teil auch so gelegen. Und das andere zur Kontrolle. In der Schweiz haben wir nicht nur ein Milizsystem sehr stark, sondern wir haben eben auch eins, das ganz, ganz fest, oder gerade darum, ganz fest auf privater Gemeinnützigkeit basiert hat. Mhm. Ganz viele
Institutionen, wo Kinder aufgenommen haben, ganz viele Vereine, wo Kinder platziert haben, die haben das auf freiwilliger Basis gemacht. Die haben das mit Spenden zum Teil bestritten, die Zeit, oder eben Kinder, die selber dann haben müssen arbeiten. Und das hat einen ganz grossen Teil auch der Schweiz abgenommen. Also der Behörden abgenommen. Und dort war man oftmals bei den Behörden auch im Zwiespalt gewesen, gerade unter dem wirtschaftlichen Aspekt. Es darf nichts kosten oder möglichst wenig. Wenn wir das auslagern können, dann kostet es uns weniger, aber dann müssen wir auch ein bisschen weniger genau anschauen. Also das war dann so einer von diesen Aspekten, der dann ungut war. Und gerade Kontrolle und Aufsicht hat sehr, sehr lange gebraucht in der Schweiz. Bis die wirklich hat angefangen zu greifen. Und auch greifen so, es gibt zum Beispiel zum Kanton Luzern ein Beispiel, da hat es die Jugendschutzkommissionen gegeben. Ab den 40er Jahren, meinte ich. Und das waren Freiwillige, die zweimal im Jahr hätten können, die Kinder besuchen oder einmal im Jahr. Und da sieht man regelmässig ganzes Jahr, die Berichte sind leer. Und zwar, weil es jemand einfach nicht geschafft hat. Hat genug dazu gehabt vom eigenen Hof, also ist er nicht kontrollieren. Dann sind die Distanzen relativ gross gewesen. Man hat mit dem Velo müssen gehen. Dann hat man es einfach nicht gemacht. Vielleicht einfach nur ganz kurz an dieser Stelle. Heute, oder das hat ja dann geändert. Es gibt heute kaum mehr christliche Institutionen, wo Kinderheim sind. Es gibt allenfalls noch Internat. Können Sie noch kurz etwas sagen, wie das dann geändert hat? Und ist denn heute alles so viel besser? Also Kritik grundsätzlich und fundamental für das Heute müssen Sie dann vielleicht über. Aber Kritik war ja immer schon da gewesen. Und punktuell hat man immer wieder irgendetwas können ändern, ein bisschen mehr und oder ein bisschen weniger. Und dann haben aber wirklich die Rahmenbedingungen angefangen zu ändern. Also der Schweizer, der breiteren Bevölkerungsgeschichte hat es angefangen besser gehen. Wir haben soziale Institutionen wie die AV oder die IV bekommen. Also die Gefahr auch, dass man in den Fokus geraten ist, weil man armengenössig war oder weil man zu viel die Arbeit verloren hat und auf saisonale Arbeit angewiesen war, die sind auch ein Stück weit weggefallen. Und dann hat es wirklich angefangen, die neuen Erziehungskonzepte haben angefangen zu greifen. Die soziale Arbeit hat sich angefangen zu professionalisieren. Also 68er Bewegung. Und dann ist das ist dann so wie der Kristallisationspunkt, die Heimkritik, die Heimkampagne. Das ist dann wirklich dort, sieht man dann, was vorher schon gebrodelt hat und am einen oder anderen Ort sich auch schon verändert hat. Es hat dann aber in vielen Institutionen noch mal manches Jahr gebraucht, bis wirklich sich etwas geändert hat. Auch zum Teil, weil das Personal dann erst im Laufe der Zeit sich geändert hat. Ich glaube, es hat auch einen Generationenwechsel gebraucht. Ja. Und schließlich eine Demokratisierung in der Schweiz. Frauenstimmrecht, ehrliche und uneheliche Kinder, die gleichgestellt sind, dass da wirklich auch breiter Mitspracherecht gibt. Und der Wille von der Bevölkerung, auch etwas dafür zu zahlen. Ich meine, wenn Klosterfrauen engagiert worden sind, sind das auch billige Arbeitskräfte gewesen, leider. Ein Haufen von denen sind selber sozusagen ausgebeutet worden. Und die mussten einfach gehen. Die waren schnell verfügbar gewesen. Und für den Staat war es günstig gewesen. Wieder sind alle überfordert gewesen. Das Vormundschaftswesen war im Milizsystem, das hat jemand nebenbei noch gemacht. Mhm. Sie schreibt auch, wie der Gemeinderat kommt oder wie irgendein Gemeinderat. Hätte das auch noch. Einer wird sich um selbst kümmern und einen um das. Es darf das nicht natürlich kosten. Das war günstig gewesen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir heute ansetzen können. Wie machen wir? Wo können wir denn etwas lernen aus den Fehlern der Vergangenheit? Ist es wirklich gut, wenn es immer nichts kosten darf? Das ist einer von diesen Punkten. Es gibt noch andere. Es fehlte halt das Bewusstsein. Dass der Kostenfaktor so eine Bedeutung hatte, hat ja auch was damit zu tun gehabt, dass das Bewusstsein dafür gefehlt hat, was den Kindern damit angetan wird. Und es war ganz entscheidend wichtig, dass diese autoritären Erziehungsstrukturen insgesamt in der Gesellschaft infrage gestellt wurden. Sie haben die 68er-Zeit angesprochen. Da wurden ja alle Erziehungsprinzipien auf den Prüfstand gestellt, auch in den Familien und dann auch in den Heimen, weil dann auch zum ersten Mal das Bewusstsein da war, dass dort entrechtete Kinder waren. Und dann ist ja auch in der Folgezeit die UN-Kinderrechtskonvention entstanden, die ja ungeheuer wichtig ist, um mal festzulegen und zu sagen, das sind die Rechte von Kindern. Das war damals noch gar kein Thema. Jetzt kann man sagen, schön und gut, Gott sei Dank hat es geändert, Gott sei Dank gibt man punktuell mehr aus. Ich mag mich erinnern, wir hatten den Fall Carlos, wo sie dann schon wieder ins Gegenteil umgeschlagen hat, dass die Leute gesagt haben, geht es eigentlich noch so viel Geld auszugeben für jemanden, der, wie Sie jetzt würden sagen, im Teufel vom Karren gefallen ist.
Wenn wir wieder zurückgehen zu den Menschen, die das alles erlebt haben, Menschen wie Sie, Evelina Kottmann, die müssen heute noch damit leben. Die sind heute zwischen 60 und 80. 80, ja. Wie geht es diesen Menschen heute? Was ist denen als psychischer, vielleicht auch physischer Schaden geblieben? Also was ich immer spüre, wenn ich mit ihnen rede, ist, wenn sie überhaupt reden können, wohlverstanden, ist einfach eine grosse Wut, die in sie hineinträgt. Die Wut ist auch Rachegelüste, die gibt es auch immer wieder, aber Wut ist vor allem da. Und einfach zum Teil auch gewisse Hilflosigkeit. Oder? Und was ich immer auch spüre, ist die Vereinsamung, die grosse Vereinsamung von diesen Menschen. Und wenn Sie jetzt sagen, der Bischof, oder dass eben die Betroffenen auch auf die Kirche zugehen, das ist für die Hürden ist dermassen gross. Viele sind wirklich nicht im Stand, oder, auf die Kirche zuzugehen. Und das wäre eben wichtig, wenn ich das gesagt habe, dass man sie abholen könnte, dass man stärker in Dialog hineinkommt, dass die Kirche auch Gemeindearbeit oder Basis, die Kirchengemeinde stärker versucht, die Menschen zu erreichen. Das wäre mal ein Teil. Also ich weiss, wenn ich es jetzt gehört, dass sie nicht alle so, die gar nicht offen sind. Ich habe das erlebt, als ich in den Vatikan gegangen bin, oder, mit zwei Betroffenen, oder, die missbraucht worden sind in kirchlichen Einrichtungen, wie sie mir nachher im Nachhinein gesagt haben, mal, das hat mir jetzt gut getan, jetzt habe ich ein Stück loslassen. Ich glaube, es ist nicht nur grundsätzlich so, dass niemand mehr sich öffnen kann. Oder? Also es gibt so unterschiedliche Personen, wie die auch mit ihrem Schicksal umgehen. Oder ja. Andere uns direkt konfrontieren, setzen sich mit dem Thema auseinander. Andere verschliessen sich. Und wenn ich sie konfrontiere oder wenn sie spüren, durch jetzt die folgliche Initiative, die wir hier angestoßen haben, dass das mehr debattiert wird, auch in der Öffentlichkeit, sagen wir auch, ja, was du hier machst, das reißt alte Wunden wieder auf und drohen sogar mit dem. Also es gibt sehr unterschiedliche Opfer, wie sie mit dem umgehen. Ich finde, der Dialog auch innerhalb von der Kirche finde ich ganz entscheidend wichtig. Ich habe immer wieder gesagt, der Befreiungsschlag, also die Kirche, wo die moralische Instanz ist, schlechthin muss, da drin einfach eine aktivere Rolle übernehmen. Aber eben, wenn man es ganz konkret anschaut, in dieser Studie von der Uni Zürich heisst es, über 80% von diesen Leuten haben Schlafstörungen. Man hat ein höheres Demenzrisiko, Depressionen, mehr Suizid, posttraumatische Belastungsstörungen. Das können Sie auch. Das kenne ich sehr gut. Was haben Sie genau? Also, ich leide an körperlichen Schmerzen und Depressionen. Aber nicht immer ständig. Das sind einfach so Phasen. Ich mag zum Teil Menschen nicht vertragen, was sie sagen. Das ist mir manchmal zu viel. Dann müssen Sie gehen. Ich muss mich zurückziehen. Ich mag Gerüche nicht vertragen. Ich mag ganz vieles nicht vertragen. Ich habe aber einen wahnsinnig guten Psychiater, der mir schon über Jahre wahnsinnig hilft. Ich habe ein gutes soziales Umfeld relativ, wo mich auch lässt, ein Stückchen weit, wie ich bin. Das ist ganz wichtig. Ich habe nicht einen normalen Tagesablauf oder es erschwert es mir einfach, normal mit Leuten zusammen zu sein. Weil je nachdem, und da kann die Person vielleicht nicht einmal etwas dafür, sagt die etwas oder macht einen Blick oder irgendeine Bewegung und dann bin ich schon weg. Also dann kommen die alten Bilder wieder. Also kommen die Traumata zu. Und dann leide ich so sehr. Also ich muss mich zurückziehen. Heute will ich mich auch zum Teil zurückziehen, freiwillig. Früher, als ich noch jünger war, war das ein Riesenschmerz. Ich habe immer gedacht, ich bin nicht recht. Und wenn ich nicht selber ein Kind hätte, hätte ich mir das Leben genommen. Also würde ich nicht mehr leben. Ihr Kind hat sie gerettet? Kind, ja, hat mich eigentlich gerettet. Plus aber noch andere. Es ist immer noch, gibt ja immer noch ganz tolle Leute. Oder wieso? Was hat ihr Kind für sie bedeutet? Stell mir vor, ist es vielleicht auch nicht ganz einfach gewesen, nach so einer Kindheit? Ich war überfordert, abgesehen davon. Das war schon auch so, gewesen, als ich das Kind hatte. Wieso hat sie gerettet? Weil ich es anders machen wollte. Ich habe gefunden, also das, was ich als Kind empfunden habe, wenn ich in der Natur draußen war, das ist für mich auch ein Stückchen Glück. Und dem soll ich Sorge haben, mein eigenes Kind. Und dem darf ich Sorge geben. Und das kann ich
auch bewahren, ein Stückchen weit von dem, was mir passiert ist. Mit dem können Sie etwas anfangen. Sie haben ja drei Kinder, oder? Ja, ich glaube schon. Also, wenn man selber auch Geschichten jetzt konfrontiert, oder, aus der Vergangenheit heraus, das ist ein Teil des Verarbeitungsprozesses. Das habe ich selber bei mir auch gehabt. Man kann versuchen, das besser zu machen. Das ist ein Teil. Aber auch die Initiative, die ich hier gestartet habe, das war auch ein Teil von diesem Prozess gewesen. Aber auch andere Themen, die die Stiftungsarbeit betrifft, von mir, geht natürlich in die Richtung. Die direkte Konfrontation mit der Geschichte. Für die Verarbeitung. Aber es ist nicht all, das können nicht alle, oder? Man muss das ganz klar sehen. Viele können wirklich das Leben lang nicht darüber reden, weil sie so schwerst traumatisiert sind. So tief verletzt, ich kann nicht darüber reden, auf alle erlebt. Ich muss das sagen, da haben wir zwischen 70, 75 oder noch ältere Menschen, die das erste Mal über ihre sexuellen Übergriffe können reden und brüllt haben. Oder? Das ist also schon erschütternd, wenn man gegenüber einem Menschen, der eigentlich so viel erlebt hat, und der brüllt vor einem. Das ist erschütternd und es ist sehr unterschiedlich. Oder die meisten, vor allem die ganz frühen Opfer, die kämpfen also wirklich und sie sehr vereinsamt leben sie eigentlich in ihren Kabäuschen inne, sie eigentlich auch wirtschaftlich ganz schwierige Verhältnisse inne, teilweise unter 2000 Franken leben die und haben keine Kraft und keine Mut, Ergänzungsleistungen zu beantragen. Die schämen sich für ihre Geschichte. Also man ist so gebrochen, ja. Dass man sich auch gar nicht mehr wehren kann. Genau, das ist einfach, und sie sind auch ein bisschen, ich habe ja viele besucht, oder, in den letzten anderthalb Jahren. Und viele sind wirklich gebrochen und können sich auch nicht integrieren im sozialen Leben. Und auch aus dem Grund, weil sie Nähe nie positiv erlebt haben und sie das auch nie zulassen im späteren Leben. Weil man vielleicht aber auch damals schon dafür gesorgt hat, dass dann die Leute nicht eine Karriere machen können oder es zu nichts bringen. Also ich weiss von jemandem, der mir erzählt hat, sie wäre sehr talentiert gewesen. Man hat die Provi Juventude hätte geschaut, dass sie ein Hanski-Lehrerinnen-Seminar machen könnte. Und dann ist die Lehrerin zu der Schwester Oberin und hat gesagt, schauen Sie, das Kind, das Mädchen hat Talent. Und die hat gesagt, nichts ist. Du kannst hier im Heim gratis weiterarbeiten und aufschaffen, das, was du gegessen hast. Und damit war der Zug abgefahren. Mhm. Das ist leider kein Einzelfall. Und das ist tatsächlich so, dass fremdplatzierte Kinder wahrscheinlich am spätesten profitiert haben von den Ausbildungsmöglichkeiten, die sich angefangen haben zu entwickeln. Wobei man muss sagen, im Heim hat es offenbar für Buben früher die Möglichkeit gegeben, zum Lehre. Allerdings, Lehre machen allerdings dann vor allem das, was geboten wurde. Also, hat also eine Wahlfreiheit. Buben in Zeck, Mädchen genau. Auf keinen Fall gleich gescheit ja. Sind. Genau, also dort sind wir ganz klar bei Rollenzuschreibungen genau. Relativ lang noch. Wo das auch gesagt hat, du heiratest nachher, hast du ein Kind, du brauchst keine Ausbildung. Ja, du darfst, also bei uns ist es lesen darfst du auch nicht, am besten bist du ruhig. Und wir haben, also als ich einmal gefragt habe, ja, was denn das soll mit dem Mann, vielleicht will ich ja gar keinen, vielleicht bin ich ja ganz jemand anderes, da hat sie gesagt, wir sind da, um meinem Mann dienen. Dadurch trägt man ein Päckchen mit sich rum. Das ist, man kann die unterschiedlichen Erlebnisse nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Das, was Sie erlebt haben und das, was Sie erlebt haben, da sind große Unterschiede da. Und es ist unterschiedlich, auf wen das trifft. Menschen verarbeiten das unterschiedlich. Manche sind, man nennt das resilient, sehr widerstandsfähig und können Dinge aushalten, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass man das aushalten kann. Muss man veranlagt sein, um das überleben? Das ist zum Teil ein Stück Veranlagung und zum Teil hat es was damit zu tun, wenn man in solchen Situationen vielleicht eine Person findet, wo man Vertrauen zu haben kann, dann kann das viel aufwiegen, weil man dann weiß, es kann auch Beziehungen geben, die gut sind. Und wenn man so jemanden findet, in einer Umgebung, die sehr feindselig ist. Deshalb sind ja auch Geschwister dann so wichtig zum Beispiel, wo man sich gegenseitig stärken kann. Dann kann das einen auch schützen. Ja. Und wenn man von den Folgen redet, es hat ja nicht nur Folgen, korrigiert mich, wenn es anders ist, für die Personen, die das erlebt haben, sondern das geht je nachdem wie ein Rucksäckchen weiter auf die nächsten Generationen. Mhm. Ist das so? Ja. Das kann so sein, es muss nicht so sein. Was kann denn so jemand, was kann jemand weitergeben? Was geht weiter? Wenn man selber in sehr frühen Zeiten nicht erlebt hat, wie eine vertrauensvolle Beziehung geht,
ist es sehr schwierig, mit den eigenen Kindern dann eine solche vertrauensvolle Beziehung zu leben, weil man ja nie das Modell gekriegt hat. Manche können es trotzdem, aber für viele ist es eine große Schwierigkeit. Und das ist etwas, wo man sagen muss, ja, es ist der Wunsch da und trotzdem merkt man manchmal, ich komme an Grenzen. Also ich habe das auch bei mir gespürt mit 20, chancenlos habe ich mir immer gesagt, dass ich mal ein Kind habe. Das ist nicht möglich. Oder? Und erst dann, als ich durch viele Jahre Therapie gemacht habe, bin ich dann auch stabiler geworden, auch emotional in der Auseinandersetzung auch mit mir selber. Mhm. Und, aber das braucht es. Ich finde, man muss versuchen, einfach die Prozesse aufzuarbeiten. Das ist ein wichtiger Teil, damit dass man auch Stabilität bekommt. Das ist zentral. Aber für mich ist jetzt zum Beispiel nicht so sehr, also ich habe nicht als Kind oder als jugendliche Person gehabt, was bei mir war, sind einfach so Farben, Wahrnehmungen, also Auras. Oder, ich habe gerne Tiere gehabt, also ich habe die Natur gerne gehabt. Das war für mich die Bindung dann zum Leben. Und Menschen haben schon gefehlt. Menschen sind eigentlich erst gekommen, als ich schon 16 war. Und Gott sei Dank sind dann die auch gekommen, wo ich mich auch ein Stück weit orientieren konnte. Aber ich bin eigentlich von 0 bis 16 nicht mit Menschen, wo ich das Gefühl hatte, da hat es engen Kontakt oder da habe ich etwas davon. Ich denke oft, oder das ist in meinem Leben, dass ich auch oft sage, ich kann sehr gut allein sein, mir macht man überhaupt nicht unterhalten. Weil wenn ich allein bin, geht es mir am besten. Hassen Sie die Schwester heute, die sie so geplagt hat? Also nicht die liebliche Schwester, sondern die Nonne? Ja, das ist so. Und das wird sich nicht ändern. Und ich hasse noch mehr als die. Also ich hasse eigentlich die ganze Chile, die Institution, also nicht der Mensch an und für sich, aber es ist dann halt schlussendlich schon die Chile, die katholische Chile. Rachegefühl? Ja, wenn ich könnte, würde ich das schon machen. Aber ich weiss, dass man das nicht darf. Aber ist das nicht auch der Aufarbeitungsprozess, wenn man eben auch lernt, eben keine Rache mehr zu haben, sondern können loszulassen? Das wäre ja eigentlich ein wichtiger Prozess, für sich selber zu verarbeiten. Also, loslassen ist ein falsches Wort. Also, was will ich loslassen, was so in mir eingeprügelt worden ist, was mir eingekämmert worden ist, das kann ich ja gar nicht loslassen. Was aber ist, ich kann einen Umgang finden. Aber loslassen wird nie sein. Ich lasse dann los, wenn ich sterben muss. Vorher gibt es das nicht. Das ist eine schöne Färberei, finde ich, das loslassen. Ich glaube das einfach nicht, wenn man so hat müssen leiden. Übrigens auch kriegstraumatisierte Leute, die werden nie können loslassen. Das wird einem das Leben begleiten. Das wird, was man aber kann, ist in dem Moment zu denken, mein Vis-à-vis kann nichts dafür an meiner Geschichte. Das ist wirklich, das ist zwar schwer, also, aber es kann, also, niemand hier innen kann etwas dafür. Reden wir aber loslassen, das geht wie nicht. Also, ich glaube, wenn man so drankommt, ist, so geplagt worden ist, so gequält worden ist, so das Leben einem nicht gegeben worden ist, und denke ich, kann man das Wort loslassen gar nicht ins Maul nehmen. Das ist, glaube ich, auch ungerecht ein Teil. Ich weiss, was sie meinen damit. Aber ich glaube, es ist auch ungerecht. Ja, ich kenne eben auch Geschichten, die ich selber erlebt habe, oder von Betroffenen, die wirklich sich wirklich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Natürlich, die Wunden, vor allem die Narben, die kann man nie, die bleiben. Oder? Und gleich kann sie ein Stückchen loslassen, dass es dann auch etwas besser geht. Das meine ich eigentlich mit dem. Das ist für jeden unterschiedlich, ob er das kann oder nicht. Wenn man es schafft, aus der Situation des Opfers rauszukommen und aktiv zu werden, wie Sie das sehr deutlich gemacht haben und wie Sie das auch schaffen, indem Sie zum Beispiel dieses Buch schreiben und damit aktiv werden, dann ist man einen entscheidenden Schritt weiter. Genau. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, dass man aktiv werden kann und nicht verharrt in der Opfersituation. Man war ein Opfer, aber jetzt ist man aktiv, man kann etwas tun. Und letztendlich
Sie haben eben über diese Rachefantasien gesprochen. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil Ihnen unendliches Leid angetan worden ist. Letztendlich sind aber nur Sie die einzige Person, die vergeben kann. Und das ist Ihre Stärke und Ihre Macht, die Sie haben. Sie haben gesagt, aktiv werden ist ein Steilpass. Ich werde in den letzten 10, 15 Minuten noch darüber reden, über das Aktivwerden, über das heute. Der politische Prozess, der ist ja schon länger in Gang. Das hat angefangen, ursprünglich mal mit der Ausstellung «Verdingkinder erzählen». Dann ist der Film gekommen, der «Verdingbub», und der politische Prozess rollt. Ich würde das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir schauen es uns an. Die Realität war gar noch härter. Nicht nur Schläge, auch sexueller Missbrauch, psychischer Terror und sogar Versuche mit Psychopharmaka gehörten zum Heimalltag. Bemühungen, Licht ins Dunkel zu bringen, gibt es seit Jahren. Der Bundesrat hat sich bei den Betroffenen entschuldigt. Die Forderung nach finanzieller Entschädigung fand im Parlament jedoch während Jahren keine Mehrheit. Ende 2014 kommt die Wiedergutmachungsinitiative zustande. Teil dieser Wiedergutmachung soll ein Fonds über 500 Millionen Franken sein. Der Bundesrat hat einen Gegenvorschlag ausarbeiten lassen. Es ist spät, ich bin 70. Ich habe den Großteil von meinem Leben verpasst. Wegen dem Ganzen, was ich hier erlebt habe. Es ist einfach, ich bin ein ruinierter Mensch gewesen. In den kommenden Wochen diskutiert das Parlament. Die Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der Schweizer Sozialgeschichte hat erst begonnen. Ja, es ist zu spät, sagen die einen. Andere sagen, mein Leid, das kann man nicht mit Geld aufwiegen. Und trotzdem, jetzt soll es mit der Initiative oder dem Gegenvorschlag vom Bundesrat endlich Geld geben. Loretta Selias, wieso ist es denn wichtig, dass eben dort doch etwas passiert und dass es einem etwas kosten darf? Also wichtig finde ich, ist es, was passiert ist in den letzten paar Jahren, wer alles auf die Welle aufgestiegen ist, die da am Rollen ist und die immer grösser wird. Das ist, wir sind heute an einem Punkt, wo ganz, ganz viele Player mitspielen, wo man noch vor zwei Jahren nie gedacht hätte. Also es gibt einen runden Tisch, wo die Bundesrätin Simon nicht so mal ins Leben gerufen hat, nach dem Gedenkanlass 2013. Dort sitzen die Institutionenvertreter, Behördenvertreter und Betroffenenvertreter zusammen. Und man hat sich in einem Massnahmenpaket, wo nicht nur finanzielle Entschädigungen oder finanzielle Leistungen drin hat, sondern auch andere Forderungen, auf einen Minimalkonsens geeinigt. Also alle, also, die an dem Tisch sind. Aufarbeitung ist so genau. Aber alle, die an dem Tisch sind, haben gesagt, wir brauchen finanzielle Leistungen in irgendeiner Art und Weise. Und warum ist es wichtig? Ich glaube, es ist ein Zeichen, dass man wirklich heute an einem Punkt ist in der gesellschaftlichen Diskussion, wo man sagt, das ist passiert und nicht nur das, sondern wir tragen die Verantwortung als Gesellschaft. Und in der Schweiz und auch in anderen Ländern, dort ist das ja zum Teil schon bereits schon passiert in Europa. Irland 1,2 Milliarden Euro. Genau, aber auch in Deutschland. In Deutschland, in Kanada ist die Diskussion gerade aktuell. Es ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Gesellschaft da Verantwortung übernimmt. Wie beteiligen sich jetzt, und jetzt zurück zu der Frage, die Sie gerne am Anfang gestellt hätten, Bischof Gmür, wie beteiligen sich Kirche jetzt aktiv an diesem Prozess? Das eine ist die Aufarbeitung im Sinne von Zulassen. Und das sieht man vielleicht nicht und hört es nicht immer, aber das ist entscheidend. Ich lese Bücher, ich höre und ich nehme wahr, was passiert ist. Und darum, aber von dem haben ja die Betroffenen nicht. Weil ich gebe ihre Identität wieder. Die Identität, die denen genommen worden ist, diesen Menschen, die gebe ich ihnen, indem ich höre und sie ernst nehme. Und das ist ja eben gerade nicht passiert. Die sind immer ein Nichts. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, es gibt den Soforthilfefonds. Und der braucht in der kürzesten Zeit 5 Millionen, glaube ich. Und da haben wir gesagt, katholische Kirche und die Reformierten machen das auch. Wir nennen an einem Tag überall in der Schweiz in der Kirche ein Opfer auf und dort spenden die, die in die Kirche gehen. Und das gibt immer mehrere hunderttausend Franken. Das ist für den Soforthilfefonds, dass die gerade etwas haben. Das dritte ist die Wiedergutmachungsinitiative.
Da sagt die Kommission der Bischofskonferenz, das ist gut, das müssen wir diskutieren. Es muss ein politischer Prozess in Gang kommen. Und die Bevölkerung, weil ja alle im gleichen Boot sitzen, soll darüber entscheiden, unter welchen Bedingungen und wie schnell, dass man den Opfern, die ja ein Haufen schon älter sind, etwas entschädigen. Was ich nicht gut finde, das ist halt der Name, wieder gut machen. Man kann es nicht wieder gut machen. Der Mann hat es super gesagt. Sein Leben ist zu einem grossen Teil futsch. Ihre Jugend kann man ihnen nicht zurückbringen. Man kann es nicht wieder gut machen, aber man kann ein Zeichen setzen. Doch mehr als Gesellschaft. Und jetzt ich als Vertreter der Kirche, wir haben auch unseren Anteil von Schuld und Verantwortung. Und wir setzen dann ein Zeichen setzen. Obwohl, richtig wieder gut machen kann man es nicht. Das wäre die Geschichte nicht ernst genommen. Da müsste eben das Wort Schmerzensgeld sein. Genugtuung oder Schmerzensgeld oder wie immer. Aber die heisst jetzt wieder gut machen. Ich sage ja immer, oder, und das sage ich jetzt auch aus persönlicher Sicht, Kirche ist die moralische Instanz schlechthin. Sie muss eine viel aktivere Rolle übernehmen in diesem Aufarbeitungsprozess. Sie lädt tut uns selber die moralischen Werte auferlegen. Sagen Sie jetzt schon zum zweiten Mal, ja, wie soll sie machen? Was wünscht sie sich von der Kirche? Im Dialog innen, oder? Sie muss stärker in Dialog eintreten. Also zum Beispiel die christlichen Parteien dazu bringen, die Wiedergutmachungsinitiative zu fördern. Nein, auch die Kirchengemeinden. Es geht nicht immer nur ums Geld, sondern versuchen, in Dialog einzutreten über die Kirchengemeinden. Das wäre jetzt zum Beispiel genau, ganz wichtig. Kirchengemeinden sind die Leute. Das sind die Leute, das ist aber ich spüre im Land, oder Herr Bischof, ich spüre im Land, dass viele einsam sind. Verstehen Sie, als Kirche, die nicht erreicht, du eigentlich indirekt verantwortlich ist für die vielen Opfer. Bedenken Sie, wir haben im letzten Jahrhundert den grossen Erziehungsauftrag hat Kirche gehabt. Das kannst du sicher bestätigen, oder? Kirche ist der grosse, hat den grossen Auftrag gehabt, auch in der Erziehung. Und ich sage noch mal immer wieder, oder? Wenn ich dann sehe, in dieser moralischen Verantwortung, wo man steht, frage ich mich ernsthaft, was ist auch in Zukunft? Was passiert? Haben wir keine Missbrauchsfälle mehr? Und das muss man sich auch immer wieder fragen. Ich bin hier sehr zurückhaltend. Ich erwarte einfach auch hier, wir erwarten auch von der Initiativseite her eine aktivere Rolle, dass jetzt die Kirche sich in diesen Vernehmlassungsprozess... Aber die Frage ist ja schon, wie soll das Kirche machen, wenn es ist wie bei Ihnen oder mit Leuten, die ich geredet habe, die gesagt haben, die Kirche sieht mich noch an Beerdigung und an der Hochzeit. Von innen, und sonst muss ich aber gar nicht mehr haben. Wie kommt man dort zusammen? Mit dem Dialog. Es gibt nur eins, also wenn man versucht, den Dialog der Pfarrer klopft an die Tür. Ja, oder die Kirchengemeinde. Das muss jetzt nicht gerade so in der Weise schildern, aber es gibt viele Möglichkeiten über Kirchengemeinden, die solche Basisarbeit leisten. Das würde ich jetzt sehen in dieser Richtung. Das klingt wirklich gut, das ist super, aber es ist nicht praktisch. Wie soll ich jetzt, ich als Pfarrer in einem Dorf, ich weiß ja nicht, wer Opfer ist und wer nicht. Also, ich kann doch nicht überall rufen. Wenn ich es weiss, gut, dann kann man aktiv werden. Aber vielfach weiss ich es gar nicht, weil sich niemand meldet. Der Täter meldet sich nicht, das Opfer ist vielleicht gestorben. Das Opfer hat Scham oder Angst oder Hemmungen. Ich muss etwas wissen, dass ich aktiv werden kann. Was empfehlen Sie als Psychiater? Also, es gibt ja Modelle, wo man den Betroffenen Gehör geschaffen hat, zum Beispiel auch durch die Möglichkeit, zunächst mal anonym sich zu melden. Das gibt es ja. Das gibt es überall. Aber es ist in Deutschland eine Kampagne gestartet worden in den letzten Jahren, wo auch sehr viel Werbung gemacht wurde, dass das Schweigen gebrochen wird. Und das hat eine richtige Welle losgetreten. Es haben viele Menschen auch im hohen Alter noch zum ersten Mal, so wie Sie das beschrieben haben, darüber gesprochen und berichtet, was ihnen passiert ist. Und die haben das als etwas sehr Befreiendes erlebt, das tun zu können. Und daraus hat sich dann etwas entwickelt. Das heißt, eine Öffnung, wo man sagt, wir möchten es auch wissen. Nicht nur, ihr könnt ja kommen, ja, es ist schwierig zu kommen, sondern Möglichkeiten zu schaffen, dass jemand tatsächlich auch weiß, ja, es ist gut. Und andere haben es auch gemacht. Und damit eine Öffentlichkeit zu schaffen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Aber das gibt es einfach, dass Sie es wissen. Es gibt es auf schweizerischer Ebene bei der Diözese, bei der Ortsgemeinschaft. Die sagen, meldet euch, bitte meldet euch. Und zwar nicht bei mir, dort, wo ihr wollt. Das sagt man. Man muss das wiederholen und das kann man wiederholen.
Aber das, was Sie geschildert haben, dass es Betroffene gibt, die sich outen, die darüber reden und das auch auslöst für andere Personen, die betroffen sind, um zu sagen, jetzt fasse ich mir auch den Mut, das merke ich in den letzten paar Jahren, das kommt immer mehr. Mhm. Und ich habe das auch gemerkt am runden Tisch, um nochmal auf den zurückzukommen, ganz, ganz wichtig ist wirklich, neben all den verschiedenen Forderungen, die sonst noch im Raum sind, wo über finanzielle Leistungen, wissenschaftliche Aufarbeitung geht, wirklich diesen Raum können schaffen. Wir haben einfach vor allem gemerkt, oder, dass die Basisarbeit und die Initiative, die Unterschriftensammlung, die hat wirklich eine breite Öffnung gegeben, eine klare, auch eine Transparenz. Wir haben ja viel auf der Strasse über das Thema geredet. Und dort habe ich gespürt, runder Tisch, okay, das ist ein Gremium, ein Empfehlungsgremium, oder? Aber die, wir müssen immer wieder zurückführen, die administrativen Sorgen, die haben eine Rehabilitierung bekommen, 13, aber ohne Entschädigung. Das war auch eine Art Kuhhandel im Parlament. Und das ist auch der also es darf auch gleich nicht kosten? Nein, das war der Grund, warum man sich nachher in einer Nachtübung gesagt hat, jetzt machen wir eine Volksinitiative starten. Und die haben sie ja super schnell beieinander. Ja, natürlich. Und das war die Basisabend. Und das zeigt auch, es brennt auch bei vielen unter den Fingern, auch in der Bevölkerung. Die sagen sich viel, auch die heutige Generation, das ist das überhaupt möglich? Ich muss Ihnen sagen, ich habe viele Fälle erlebt, vor allem unter 30, die wissen gar nicht, was überhaupt solche Fälle passiert sind. So Missbrüche. Zwangssterilisationen, was ist das? Oder? Und das ist erst ein paar Jahrzehnte zurück. Wir reden hier nicht vom Mittelalter. Also es ist wichtig, dass auch aktive Basisarbeit geleistet wird. Und ich kann noch mal appellieren, Bischof, versuchen Sie doch mehr Einfluss auch in die Kirchengemeinden zu nehmen. Das ist ganz für die Opfer. Mich kann es abholen, ich weiss das. Es ist möglich, wirklich im Dialog, wie Sie sagen, die Befreiung. Das spüre ich bei vielen, wenn man auf sie zugeht. Das ist auch eine Art Respekt. Es sind nicht alle, die abblocken. Das ist nicht so. Ein Teil ist ja auch die wissenschaftliche Aufarbeitung. Die hat jetzt auch angefangen. Das ist auch eine Forderung in die Initiative. Nur noch ganz, ganz kurz. Da kommt noch einiges auf uns zu. Wir haben im Einspieler ganz kurz gehört, Psychopharmaka als Stichwort. Wir haben nur ganz, ganz wenig Zeit. Sagen Sie mir rasch, was läuft da? Also, es ist jetzt relativ neu. Seit 2 Jahren redet man von fürsorgischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierung. Vorher hat man die einzelnen betroffenen Gruppen gehabt, dort einzelne Studien. Jetzt ist man sich am Überlegen, man muss das grösser anschauen. Es gibt die unabhängige Expertenkommission, die administrative Versorgung im Fokus hat. Es ist die Empfehlung vom Runden Tisch, ein nationales Forschungsprogramm machen, dass man da wirklich abgerundet anschaut. Und es gibt immer wieder auch neue Aspekte, also gerade die Medikamentenversuche, die man das erste Mal in dem Bericht zu Fischingen dokumentiert hat, das sind Themen, die sicher auch werden. Also, dass man systematisch Kinder dazu gebraucht hat, wie bei Küngel, Medikamente zu testen. Da gibt es jetzt Hinweise zu denen, die wir jetzt konkret nachgehen. Und das war nicht nur Fischingen, sondern man vermutet, dass das breit angelegt war? Wahrscheinlich gibt es da auch noch mehr. Jetzt aktuell wird es im Kanton Thurgau, wird man das erste Mal... Also, da sind wir ganz am Anfang. Da kommt noch einiges auf uns zu. Von dort weiss man es Fischingen, dass die auf Münsterlingen sind. Da kommt noch einiges. Jetzt kommt ein Ihr Buch raus, Evelina Kottmann. Was wünscht? Es ist schon draussen. Oder es ist schon draussen. Genau, aber die Vernissage, die ist erst. Ja. Das weiss ich. Was wünschten Sie sich, dass das Buch auslöst? Dass alle Opfer. Also, weil das Buch ja auch sehr viel Positives hat als Mensch. Gestützt werden und am Leben Freude haben. Und ich wünschte mir, dass wir menschlicher miteinander umgehen, jedem System in eigentlich. Und uns bewusst sind, was wir antun, wenn ein Mensch vielleicht nicht gerade so vertritt oder anders sich äußert oder nicht leistungsfähig in unserem Leistungssystem ist und so weiter und so fort. Dass man sensibilisiert ist, dass nicht jeder das Glück gehabt hat, hier in der Schweiz wirklich schön aufzuwachsen. Weil ich glaube, jede Familie hat irgendeinen Onkel oder weiss nicht was, wo es eben nicht schön gehabt hat. Und nicht jeder hat Kraft. Sie haben die Kraft gehabt. Sie haben, nachdem sie zum Heim ausgekommen sind, sich können durchsetzen. Ja. Sie haben die Theaterkurse, die sie wollen besuchen, haben sie besucht und haben ihre Ausbildungen gemacht. Leben gemeistert. Ja. Genau. Sehr eindrücklich. Evelina Kottmann, ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Geschichte heute zu uns gekommen sind, erzählen können, hier im Club. Danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Das war der Club über Heimkind. Weitere Informationen und auch den Link natürlich zu den Büchern, die finden Sie bei uns auf der Homepage auf srf.ch/club. Hier
Auf SRF 1 geht es nach der Tagesschau-Nacht weiter mit Barbara Pürer, ihrer Nachtwache. Ich wünsche einen schönen Rest und bis gleich.